Einen wunderschönen guten Tag an die YouTube-Zuschauer. Sagt, schreibt mal alle Hallo, dann könnt ihr euch demnächst bei YouTube Hallo sagen, selber. Woher, gleich. Was ist das? Ja. Besser, der hat ein Intro gemacht. Auf Abfahrt. Willkommen zum Best of 2023. 12.000 Euro Schaden. Und eine Info vorab, bevor YouTube wieder meckert, bei allen Unfällen, die heute im Verlauf der Folge noch zu sehen sein werden, bleiben die Beteiligten immer unverletzt drum. Los geht's. Also das war ja wohl die falsche Richtung, aber vielleicht haben wir hier ja mehr Erfolg. Jetzt wechseln wir mal raus aus der Stadt, aber auf die Landstraße. Also hier brauchst du aber... Holy moly, sagt er. Hinterher ebenfalls eine neue Unterhose. Aber das war erst das Warm-up. Der vor uns scheint ein bisschen abgelenkt zu sein. Und der hat hier wirklich Glück gehabt. Aber geht das wohl auch mit dem LKW? Yep. Ich schwöre. Achtet hier mal auf den Gegenverkehr. Taska Karok, moin. Ich grüße Sie. Verkehr, der gleich kommt. Ach ja. Was ist denn da? Spoiler, oder was? Kofferraum auf, kreuz und quer über die Straße und obendrauf auch noch einen platten Reifen. Dass die Fahrt hier wohl nicht schlimmer geendet ist, das kommt schon fast ein Wunder gleich. Klarer Fall, rote Ampel. Unfassbar. Völlig gestört. Wenn die Ampel mal aus sein sollte, ja, dann gelten selbstverständlich die Schilder. Digga, ich ruf da jetzt an. Ich finde richtig scheiße alles, ne? Guck mal, links. Irgendwas musst du wegmachen. Ruf da jetzt an, Digga. Hallo, ich habe gerade bei ihm bestellt, eine Calzone und Pizzabrötchen. Genau, das Problem ist jetzt, habt ihr was am Fleisch geändert oder so? Schmeckt wie Tiefkühltruhe. Schmeckt nicht gut, sage ich ehrlich. Wie kann das sein, Alter? Ein Jahr bestelle ich bei euch, jetzt habt ihr nicht mal Aioli, Digga. Es ist Freitag. Ja, ich scheiß mal auf dieses Aioli, aber das Fleisch, ich weiß nicht, Digga. Ich habe eigentlich immer bei euch bestellt, aber jetzt früher. Ja, enttäuschend, ehrlich jetzt. Nicht böse gemeint, aber letzte Mal. Nein, du Kurwa. Teig ist gut, Käse ist gut, aber das Fleisch, das schmeckt wie von Marke auf Tiefkühltruhe, von da, wo Gyros steht, für gut und günstig. So schmeckt das. Und dafür 10 Euro bezahlt, Digga. Ja, willst du noch eine Ex-Eine umsonst haben? Nein, brauchen wir nicht umsonst. Pizzabrötchen auch Kujarit. Früher war besser. Teig schmeckt da scheiße. Teig schmeckt da nicht komisch. Du musst selber Teig essen, ne? Ja, na, aber ich muss sagen, ehrlich, nächstes Stream, ich mache Butterbrote, weil Kurwa, ich sag ehrlich, Fleisch, habt ihr verkackt jetzt. Ihr wart so gut, ne? Hat aufgelegt. Der Wichs hat aufgelegt. War letztes Mal, dass ihr da gegessen habt. 100, Alter. Also ohne die sehr gute Reaktion hier hätte das ordentlich geknallt.
links kommt die Straßenbahn. Aber sonst brennt's bei dir. Da, mit dem Auto auf den Schienen, das ist doch immer eine gute Idee. Okay, gut, fast immer. Bist du noch ganz sauber? Ich glaube, die Frage lässt sich heute häufig mit Nein beantworten. Fehler vom Passat, bin ich ehrlich. Aber ich bin auch ehrlich, ich achte auf sowas. Guck mal. Blinkt, bist du noch ganz sauber? Ich glaube, die Frage lässt sich heute häufig mit Nein beantworten. Er hat geblinkt und er hat gebremst. Schwierig, gleich ist er schuld, natürlich ist er schuld, aber... Gut, was schmeckt so scheiße? Da kann man auch nur sagen, die armen Reifen. Aber ich denke, es dürfte klar sein, was hier immer wieder die Ursache ist. Hier kommt sie gleich ins Bild geflogen. Bam. Handy am Steuer. Erklär das mal deiner Versicherung, dass du bei 100 km/h auf der Landstraße plötzlich ein Handy gerammt hast. Der Versicherungsmensch, der guckt dich doch genauso blöd an wie in dieser Szene hier. Mit was haben sie sich kollidiert? Mit Boot. Wenn du da den Notruf rufst und sagst, du bist durch die Stadt gefahren, wurdest gerade vom Boot gerammt. Also der beim Notruf, der denkt auch, was ist mit dem denn bitte los? Ist der besoffen? Oh, Scheiße. Der haut ab. In der Tat haut er hier ab. Unser Einsender fährt hinterher und verständigt den Notruf. Etwa 15 Minuten später kann der Fahrer dann von der Polizei gestoppt werden. Woran lag's hier? Ja, der war tatsächlich besoffen. Stark. Ja, guck mal, Hefte. Digga, was am Schmutz essen? Alkoholisiert am Steuer des Firmenwagens. Am Ende waren 12.000 Euro Schaden. What the f***? Hey, hab ich mich jetzt erschrocken? Tüning, was ist das denn? Reifen geplatzt. So sieht ein Reifenschaden beim PKW aus. Ja, man könnte sagen spektakulär, aber auch nur, wenn man das noch nie beim LKW erlebt hat. Was fehlt jetzt nach dem Reifenschaden noch? Ich kann den nicht aufhören. Ja klar. Links war Auto. Man kann auch wunderbar über den Reifen fahren. Aber der Hunger treibt es, ja. Boah. 2020 waren es nur 17%. Also manche hängen aber auch nicht wirklich an ihrem Leben, oder? Der auch nicht. Wenn der vor mir wäre und so einen Abstand hätte zu Ampel, boah, da kriege ich die Krise, ne? Weil meistens sind vorne diese Platten, wo man drauf fährt, damit die Ampel weiß, dass da ein Auto steht. Boah, da kriege ich immer Krise. Wow. Azuka! Fahrschule, glaube ich, sogar noch, ne? Hast du Weste gesehen? Ne, einfach nur Weste. Ne, ich habe nicht aufgegessen, Digga. Die Hälfte steht da noch. Das hat so richtig ekelhaft geschmeckt. 10,50 Euro für eine Tasche, Alter. Ich hätte zu Hause besser gemacht. Also, ich rufe da gleich nochmal, wenn die mich aufregen gleich. Boah, Junge, ich bin so sauer. Ich hab Hunger. Alter! Aua. Sowas liebe ich. Sowas liebe ich, Alter. Wenn die so rausfahren, das sind so schnelle, verdiente 6.000 Euro. Wie zu Hause. Besser, also nie besser, schlechter wie zu Hause, sage ich. Oh mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein, du. Digga, warum rückt man sich auf? Das sind 6.000 Euro verdiente Dings. Doch. Ja, Bruder, Tiefkühlpizza, beste. Beste. Aber Digga, wenn du jetzt im Restaurant was bestellst. Cool, Restaurant, Imbiss. Wenn du beim Imbiss was bestellst, dann willst du normales Fleisch haben und nicht, Alter. Kennt ihr diese Packung gut und günstig, diese Gyros-Packung bei Markauf, Famila oder wo kauft man dort nochmal? Ja, Rewe. Diese Gyros-Dings. So hat das geschmeckt und so mit komischem Gewürz. Sie haben doch extra Gewürz reingemacht, von Pommes bestimmt oder so, damit man das nicht merkt, dass das Tiefkühl-Dings ist. Solche Schweine. Also Schweine nicht, weil halal. Schlau sein, um dafür in diesem Video sehen zu müssen.
Alter. Oh. Was ist mit dem denn los? Mit der denn los? Aber mit den Absperrungen haben wir es heute auch. Alter. Oh, ist Zucker. Oh, was ist mit dem denn los? Mit der denn los? Aber mit den Absperrungen haben wir es heute auch. Hier ist der LKW ausgewichen. Hier hat er gebremst, sonst hätte es in beiden Situationen geknallt. Ja, mir ist das aber auch schon mal passiert, tatsächlich. Ich bin gefahren. Und, Digga, ich hab's gesehen, aber ich hab da voll Lunte drauf gehalten. Und im letzten Moment habe ich ausgewichen, weil ich war voll in Gedanken. Wegen euch war ich schon Gedanken, die Stars. Aber mir ist das auch schon passiert. Nein. Und wem das zu harmlos war, das geht natürlich auch noch spektakulärer. Wie bei GTA, Digga. Weißt du wo? Wie bei GTA auf dieser Dings. Nee. Wenn man Richtung Dings fährt. Bundeswehr, diese gelben. Genau so macht er. Kurz verwechselt. Alter. Während die hier nur das Gleichgewicht verloren hat, ist auch schon schlimm genug. Ja, dagegen sind manche Videos aber. Bist du bescheuert? Bescheuert was? Der Helm, sag ich. Einfach nur. Hä? Junge, dazu habe ich Story. Wollt ihr kurz Story hören? Was mir passiert, ich bin ja auch LKW gefahren früher, ne? Und dann bin ich auch Mischer gefahren, also Betonmischer, ne? Ihr wisst nicht, was passiert ist, Alter. Ich habe, glaube ich, Fotos noch. Pass auf. Soll ich erzählen oder nicht? Ihr entscheidet, ich suche schon mal Schlüssel raus. Ich suche schon mal Dings raus. Digga, das ist geisteskrank, diese. Da, Kurva, glaubt ihr mir nicht. Deswegen, ich suche Bild raus, weil Kurva, das kann keiner glauben. Beton, warte mal. Ne, wie hieß denn diese Firma? CB. Da, Betonrusse. Smatri, ich zeig euch. Digga, das wird ihr mir nicht glauben, Alter. Ja, Mann. Ne, hier sind die Dings. Doch, ich hab hier ein Bild. Pass auf, Betonrusse holt mich ab, ne? Da ist so ein Typ, der arbeitet da schon länger, ne? Der soll mich anlernen. Ich ersten Tag mitgefahren. Ich so, oh, chillig, Digga, ne? Locker weg, Alter. André kennt die Story. Nächsten Tag, wir fahren Floto irgendwo. Huyarit, war schon Berge. Wir fahren, Alter, mit so einem Ding, aber das Ding rannt voll mit Beton, Alter. Und so flüssig Beton, so kurva, der fliegt sofort raus, ne? Ich wusste noch nicht mal, dass das so überschwappen kann, Digga. Wir fahren so einen Berg hoch. Also, Digga, das ist zu steil. Ich sitze daneben, weißt du, ich so, wie zu steil, was soll passieren, Digga? Und wir hatten hinten Kamera, ne? Das hat so hinten auf dieses. Warte, ich zeig euch. Hier, auch, das ist wie so eine Rutsche, die kannst du bewegen, ne? Und die ist immer so, wenn du fährst. Das heißt, hier fliegt das dann raus und dann kippt das hier aus, ne? Dann läuft die Scheiße hier so runter, ne? Wir fahren hoch, er sagt, Milek, das kriegen wir nicht hin. Und ich so, fahr, Junge, ich zwei Tage da, weißt du, ich sag ihm, was er machen soll. Ich so, fahr, Digga. Er so, ja, okay. Bruder, er fährt, er sagt zu mir, guck mal in den Spiegel, wenn was ausläuft, sag Bescheid. Ich so, Digga, das läuft. Er bremse, also wir müssen zurück. Ich so, ja, fahr zurück. Rückwärtsgang auf den frischen Beton. Hinten läuft, Digga. 100 Liter. Und dann ist ja noch mehr drin, ne? Aber das läuft. Weißt du, wo das hingelaufen ist? Die Straße runter, Gullideckel zugemacht und dann links bei so einer alten Dame, das ist eigentlich nicht lustig, bei so einer alten Dame im Garten. Der ganze Garten war betoniert, Digga. Das Problem war aber, unter den Reifen war Beton und wir standen in so einer Schräglage. Der auf die Bremse, das Auto Nikuya. Und wir rutschen die Straße runter, Digga. Und das Ding hier am Laufen. So, ne? Das läuft an. Die ganze Straße voller Beton. Der Garten voll. Die Frau kommt raus. Die so, scheiße, was passiert? Ich so, was passiert? Der ist auch gefahren. Ich hab gar nicht gesagt, das soll ich machen. Der steigt aus. Er sagt so, Digga, wir können nach Hause gehen beide. Ich so, tschüss, ich. Du lernst mich an, Alter. Du hast Scheiße gebaut. Er so, ja, okay. Jetzt guck Foto. Wenn man das sieht. Das ist alles Beton, Alter. Zimmer. Guck mal hier, warte. Hier lief das in den Dings, in den Garten runter. Da, diese Bäume, da geht's runter zum Garten. Achso, soll mich größer heute machen? Heute bestellt, morgen das, inklusive Garten, keine Kraut, Unkraut mehr. Schreibt ein. Ihr glaubt nicht, was. Und ich sitze da, Digga, in diesem LKW. Also, Bruder, wir müssen aussteigen. Tschüss, aussteigen. Ich so, Digga, du bist zwei Tage hier.
Die direkt Bullen, die ist da, Bullen kam, alles, ne? Ich sitz da, kippe. Mich juckt nicht. Der Schock. Junge, ich habe solche geilen Videos gehabt von. Ich habe das alles. Ich habe das alles aufgenommen, von Anfang bis Ende. Aber vielleicht kriegen wir rein. Weil ich wusste, ich wollte mir das einmal anschauen, ich konnte nicht mehr angucken. Warte mal, vielleicht kriegen wir die Videos. Boah, das wäre geisteskrank. Da siehst du, da sind die Videos. Aber ich komme da nicht mehr rein. Scheiße, Mann. Ah, hier ist noch ein Bild. Das, und das ist das alles, das war hier alles voll, das ist alles da runtergelaufen in den Garten. Guck mal, da ist der Betonrüste wieder. Da steht der, war richtig schock, Digga. Der dachte schon, der muss nichts abgeben. Lappen. Lappen. Wie heißt das? Der kann sich einen neuen Job suchen. Ich so, entspann dich, ich regel. Digga, ich 2 Tage da, ne? Ich gerade unterschrieben, Alter. Der fährt, Junge. Fährt, huert. Ich so, bremse, Dings hat er angezogen, Handbremse, ne? Digga, das, die Karre rutscht, ich hab selber Panik bekommen, Alter. Ich schwöre auf alles, ich hab Panik bekommen. Der sagt, ich stehe voll auf der Bremse, Alter. Ich so, was jetzt, Junge? Und die Karre rutscht, Alter. Ich so, boah, wir kippen um. Dann kam Dings hier, was war das? Nicht Floto, sondern irgendwas da, irgendeine Bünde oder irgendwie sowas. Die sagt so, wie diese Frau, die sagt, wie ist das passiert? So, wie ist das passiert? So, der ist hochgefahren, Alter. Der hat nicht drüber nachgedacht. Ich habe ihm vorher gesagt, das wird nichts. Und der war so sauer. Der hat so Anschluss gekriegt. Die Frau, diese ältere Dame, die kam mit Wasser. Wir Idioten, wir haben mit Wasser gemacht, ne? Alles in Gulli. Bruder, in Gulli, alles betoniert. Beton, die mussten bababababa mit so einem Ding, Alter. Weil wir dachten, Straße sauber, das, was du nicht siehst, ist nicht, existiert nicht. Und wir Gulli aufgemacht, alles in Gulli gekippt, Alter. Ganzen Beton, voll Idioten. Ganzen Gulli created gemacht, Alter. Ganze Stadt kein Wasser, Alter, weil wir am Gullideckel betoniert. Digga, das war locker ein Schaden von 30.000, 40.000 Euro. Dann habe ich den noch eine Woche da gesehen, dann war der weg. Und ich habe gesagt, ich zu Chef, weiß schon, wie ich bin, Gangster. Ich gehe nicht, so wissen Sie was, ich habe mich vor Anfang an gesagt, mach nicht. Und der hat gesagt, du halt deine Fresse, du bist 2 Tage hier und dann ist er gefahren. Verstehen Sie? Also, das geht gar nicht. Ja, geht gar nicht. Ja, das war die Story. War witzig, Alter. Die meisten glauben nicht, aber ich habe euch gezeigt, dass diese Story stimmt.